Das Ich ist Illusion. Und deswegen gibt es überhaupt keinen einzigen Menschen mit einem Ich. Es gibt nur einen einzigen Unterschied. Die einen wissen, dass sie keins haben und die anderen wissen es nicht. Das ist alles. Was passiert eigentlich, wenn man nicht mehr entscheidet, sondern wenn man reagieren muss? Na, du musst ja weiter entscheiden. Angenommen, da ist die Straße, ja. Im Dunkeln, man hat die ganze Weite von Sicht. Ja. Ich entscheide mich im Vorfeld, der Straße zu folgen und nicht in den Graben zu fahren. Da reichen mir die 9 Sekunden. Ja. Dann folge ich der Straße, habe ich entschieden. Genauso Mannschaftssport beim Fußball oder wie auch immer. Ja. Ich folge dem Ball oder spiele so, dass das Spiel gut läuft. Aber wenn ich reagieren muss, diese 9 Sekunden nicht mehr ausreichen. Die Sicht ist so kurz, ich war so schnell, dass diese 9 Sekunden nicht mehr ausreichen. So, hast du was falsch verstanden? Ja, was habe ich falsch verstanden? Ganz einfach. Die 7 bis 9 Sekunden werden immer vorher entschieden. Immer, in jedem Fall. Ob du einen Entscheidungsprozess durchläufst, also einen logischen Entscheidungsprozess. Nehmen wir an, was weiß ich, du musst dich entscheiden, will ich den Job oder den Job. Nur als Beispiel. Ne? Oder vielleicht sogar 4 verschiedene werden angeboten. Kommt damit nicht so oft vor heutzutage. Nehmen wir an, hier werden 4 verschiedene Jobs angeboten. So. Da läuft ein Entscheidungsprozess. Ne? Der geht ganz langsam. Weil du gehst ja mit logischen Argumenten vor. Was ist an dem Job dran? Da verdiene ich ein bisschen mehr. Muss ich aber bis nach München ziehen. Hinein kriegst du sozusagen die Message über das, was schon entschieden worden ist. Aber das löst im praktischen Leben nichts aus. Viele Leute verstehen das vollkommen falsch. Denken, das ganze Leben wird jetzt umgestülpt. Nee, es ist ja jetzt schon so. Verstehst du? Es ist ja jetzt schon so. Wenn es ein Fakt ist, ist es ja jetzt schon so. Also auch das Beispiel, wenn ich jetzt die Straße lang fahre und da fährt mir ein LKW quer und ich kann gerade noch so reagieren, dass ich zum Stehen komme oder ausweichen kann. Immer. Ist die Entscheidung auch schon 90 Minuten vorgetroffen? Immer. So reagieren wir. Also egal. Ist das ganze immer. Leben schon vorbestimmt? Das ganze Leben ist absolut vorherbestimmt. Vorherbestimmt. Determiniert. Jede Sekunde deines Daseins, jedes Haar, das von deinem Haupt fällt, hat auch Jesus übrigens gesagt. Ne? Jedes Haar, das von deinem Haupt fällt. Was hat er gesagt? Weiß der himmlische Vater schon. Das hat er halt ein bisschen schön ausgedrückt da, ein bisschen fromm und so, das ist ja in Ordnung. Aber im Grunde ist es genau dasselbe. Ja? Oder warum bittet ihr euren Vater um irgendwas? Der weiß sowieso, worum ihr bedürft, hat er gesagt. Ne? Also, das ist völlig klar. Ich meine, bei Jesus sowieso. Er guckt den Judas an, wenn sie da zusammensitzen und wir feiern das Abendmahl, und sagt, geh hinaus und tue, wie dir aufgetragen worden ist. Nämlich ihm verraten, hat er vorher schon gewusst. Ein Seher weiß alles, dein ganzes Leben sieht er von Anfang bis Ende. Du kannst nichts mehr daran ändern. Und wenn du meinst, du könntest was ändern, ist das auch ein Plan. Das heißt, wenn dir jemand sagt, am so und so vielten könnte es sein, dass dir ein Dachziegel auf den Kopf fällt. Ne? Also pass an dem Tag besonders gut auf. Dann ist das auch ein Plan. Dass du das weißt und dass du aufpasst und dass der Dachziegel nicht auf deinen Kopf fällt. Ist alles drin. Das ist wunderbar. Hoffnung wieder. Ne? Ich kann es nicht lassen. Klar. Das ist meine Struktur, weißt du. Und wie ist das dann mit dem Entwicklungsauftrag? Du meinst, dass du eine bestimmte Aufgabe hast in diesem Leben. Ja, in diesem zu entwickeln. Nicht zu entwickeln. Naja, ich will das mal so sagen. Guck dir einen Blumensamen an. Da hast du das schönste Beispiel für Entwicklung. Da ist einfach im Samen ein bestimmtes Potenzial. Und in diesem Potenzial befindet sich sozusagen die ganze Pflanze. Rose, Nelke, Vergissmeinnicht oder Eiche sogar. Ne? Alles ist drin. Das wissen wir heute. Ne? Das ganze Potenzial befindet sich in diesem Samen. So, das ist Entwicklung. Das heißt, das, was in dein Name, Entschuldigung, ich habe furchtbares Namensgedächtnis. Was werden soll, ist in diesem Samen, in diesem Potenzial enthalten. Ey, vollkommen egal, wie sich verhält. Es wird immer nur das rauskommen, was rauskommen soll. Das einzige Problem, das wir Menschen teilweise haben, haben Blumen nicht, Gott sei Dank, ist, nicht wahr, angenommen, ich bin als Vergissmeinnicht veranlagt, möchte unbedingt eine Rose werden. Dann hast du ein Problem. Weil dann kommt nicht dabei raus, dann kannst du machen, was du willst. Ja? Also, das ist der entscheidende Punkt. Wenn ich das Potenzial eines Menschen habe, der das ganze Leben lang Müll wegbringen soll,
dann werde ich eben mein Leben lang Müll wegbringen. Und das Beste wäre, wenn ich das einsehen könnte und gerne Müll wegschaffe. Dann wäre ich nämlich eins mit meiner Berufung, sozusagen, mit meiner Aufgabe. Ne? Und wenn ich mein Leben lang danach trachte, was anderes zu werden, wo es gar nicht in mir drin ist, dann kriege ich ein Problem. Da habe ich einen echten Konflikt. Aber es ist der Konflikt, der ist geplant. Also das heißt, wenn dass ich im Grunde nur dafür sorgen muss, dass ich so wach und sensibel bin, dass ich mitkriege, was der nächste Schritt ist. Noch nicht mal das, das kommt von alleine. Frag mal, vergiss mal nicht, ob es sich irgendwie wach fühlt. Das hat es schon längst vergessen. Das wird vielleicht sogar... Wie? Das sind alles Konzepte, die wir von Kind auf beigebracht, die uns von Kind auf an beigebracht wurden, die aber letztlich nicht stimmen. Du guckst rum, du guckst bitte rum und guckst die Menschen an, was aus ihnen geworden ist. Da gibt es Menschen, wie zum Beispiel der Jack Nicholson, den ich als Schauspieler ganz gern mag, weil er in jede Rolle schlüpfen kann, nicht wahr? Der hat als Kind mit 6, 7 Jahren schon genau gewusst, ich werde mal irgendwann ein berühmter Schauspieler. Jetzt kommen ganz kluge Leute und sagen, der Jack Nicholson, der hat mit 6, 7 Jahren visualisiert, was er irgendwann werden soll. Und schau mal, es funktioniert. Also, wenn du jetzt auch visualisierst, dass du ein großer, bekannter Schauspieler wirst, dann wirst du auch ein großer, bekannter Schauspieler. Was passiert? Der große, bekannte Schauspieler wird zum Alkoholiker. Und endet irgendwo in einer Kaschemme mit 38 Jahren wieder erstochen, weil er sich so aufgeführt hat, weil er so gegen das Leben rebelliert. Und genau das sollte passieren. So, dann ist Frieden da. Das ist einfach nur Frieden. Der eine soll es werden, der andere eben nicht. Ich denke auch noch an die vielen Nahtodberichte, die es ja jetzt auch ganz drauf gibt, also dass Menschen dann in dem Zustand ja nicht fernbewusst sein, zurückschauen auf ihr Leben und da ja trotzdem sagen, schreiben, erzählen, ja. dass sie Momente haben, wo sie merken, da habe ich gegen die Liebe behandelt. Ja, das hätte natürlich, ich machen müssen, so natürlich, das natürlich hätten sie anders machen müssen, aber sie haben es ja nicht getan. Natürlich weiß ich heute auch, was ich hatte alles anders machen können. Das war, also ich meine, so viel Selbstkritik muss man ja haben. Ne? Dass ich, wenn ich heute zurück den Tag zurückverfolge, was ich im Seminar alles gemacht habe und überlege, was ich hätte alles anders machen können, fallen mir 10, 20 Sachen spontan ein. Nur ich habe es nicht gemacht. Warum? Weil ich gar nie was mache. Das ist ein entscheidender Punkt. Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht aus meinen Fehlern lernen könnte. Ich kann sagen, das mache ich das nächste Mal anders. Ob ich es dann wirklich anders mache, das weiß ich noch nicht. Aber ich kann auf jeden Fall selbstkritisch sagen, das ist nicht gut gelaufen, das hätte man anders machen können. Hier habe ich mich so und so verhalten. Nicht falsch, sondern so und so. Weil in dem Augenblick, wo ich es tue, tue ich es ja nicht. Und nach welcher Instanz handelst du dann, entscheidest du dann? Wenn ich dir das sage, dann ist es wieder, dann klingt es wieder nach Schaumschlägerei. Ich kann das ab. Niemand. Da ist niemand. Niemand. Da ist niemand. Ich weiß nur eins, wenn ich niemand sage, meine ich damit nicht, dass da niemand ist. Ich kann es besser erklären, wenn ich es auf Englisch sage. Was heißt auf Englisch niemand? Nobody heißt das. Oder nothing, no thing. No thing heißt nur, da ist kein Ding. Das heißt nicht, dass da nichts ist. Mhm. Nicht wahr? Und nobody heißt nur, da ist kein Körper, aber nicht gar niemand. Verstehst du? Da ist eine Quelle. Aber in dem Augenblick, wo du darüber reflektierst, menschlich, sagst du ja, wie kann die Quelle all dieses Böse zulassen? Und schon wieder bist du im Keller. Ich weiß nur eines, wenn ich hier bin, wenn ich einfach nur hier bin, spüre ich eine solch unglaubliche Liebe und solch einen Frieden und so eine Weisheit. Wenn ich einfach nur hier bin, ja, ist der Urgrund, das weiß ich. Ich kann ja nicht sagen, warum, wenn die Quelle jetzt dann plötzlich zum Ausdruck kommt, so viel
Dinge passieren. Natürlich kann ich über Dualität sprechen, kann sagen, in dem Augenblick, wo Dualität erscheint, muss es dunkel und hell geben. Ja? Muss es Finsternis und Licht, muss es böse und gut geben. Das kann man alles sagen. Nur was nützt dir das? In der Praxis nützt dir das gar nichts. Ne? Du kannst ohne Kontrast kannst du nicht sehen. Wenn es nur Licht gäbe, wäre es dunkel. Ja. Voll klar. Das heißt, es muss Dunkelheit da sein, damit Licht überhaupt scheinen kann. Also brauchen wir den Kontrast. Also brauchen wir all diese ganzen Dinge, von denen wir meinen, dass wir eigentlich darauf verzichten könnten. Sie müssen sein, sonst gibt es kein Spiel. Sonst gibt es keine Dualität, sonst gibt es kein Universum. Extreme Güte verlangt extreme Bosheit. Geht nicht anders. Da hast du den einen weg, da kommt der andere wieder. Kalter Krieg ist zu Ende. Endlich ist der Kalte Krieg zu Ende. Da kommt der islamistische Terrorismus. Du kriegst es nicht weg. Es gibt keinen Himmel. Es gibt nur Himmel und Hölle. Beides zusammen kann existieren, aber nicht eins ohne das andere. Sondern. Und zwar hier, nicht irgendwo. Und beides ist eins. Das ist ja alles von dieser Göttin. Das ist auch blöd hier, ne? Merkst du? Ich verschütte hier ständig, ne? Aber jetzt soll ich es ausmachen. Wer ist denn das, der verschüttet? Ja, genau. Sehr gut gelernt. Wir können dir gut zu. Ja, ich merke schon. Schön mit euch. Wir sind doch gar nicht da. Ja, irgendwas muss man ja sagen, ne? Anna, wir sind wie gelandet. Das ist wunderbar. Ja, das ist wunderbar. Wir sind da und doch nicht da. Also eine Wehren könnte dann mein ganzes Leben sehen. Bitte? Eine Wehren, also eine. Eine Seherin könnte mit Sicherheit nicht nur sein, sondern unser aller Leben sehen. Deswegen gibt es ja auch solche Menschen, die diese besonderen Fähigkeiten in sich tragen. Ich habe eine kennengelernt vor einigen Jahren, die mir praktisch mein ganzes vergangenes Leben erzählt hat, ohne dass ich eine winzigste Kleinigkeit von meinem Leben wusste. Und weil sie das so gut konnte, habe ich gesagt, dann mach mal die Zukunft. Ne? Zeig mir mal ein paar Sachen, weil ich gerade so eine krisenhafte Situation hatte. Ich habe ständig irgendwie krisenhafte Situationen. und dann hat sie das getan. Ne? Und da war eine Sache dabei, die war völlig unglaublich. Unglaublich. Und die ist passiert, genau ein Jahr später, genau zu dem Zeitpunkt, wo sie es gesagt hat. Er hat noch ein paar schöne Sachen gesagt. Aber wie gesagt, das gibt es. Und warum können die Menschen das? Wie ist das möglich? Wenn es nicht schon alles sozusagen... Die können es ja gar nicht. Wie bitte? Die können es ja dann eigentlich gar nicht mehr machen. Wie meinst du? Wenn man sagt, ein Mensch, wenn du sagst, ein Mensch kann, wieso können die Menschen das? Wieso, ein Mensch kann ja nichts. Das ist dann ja, das kommt dann ja auch ohne Entscheidung und alles und wie auch immer. Ja, aber irgendwie muss man sich ausdrücken. Ja. Ja. Ich fange gleich wieder zu. Süßer Stil. Ich habe heute Freude. Okay, jetzt ist es klar. Aber du weißt schon, man muss sich irgendwie ausdrücken. Ich sage ja auch ich noch. Ne? Ja, ich rede von mir, ich kann nicht ständig in der dritten Person von mir reden. Der Werner denkt und der Werner glaubt. Klingt ja also komisch. Also absolut gibt es das Ich nicht? Absolut gibt es das und relativ nicht, oder umgekehrt? Nee. Nein, es gibt im Grunde genommen wirklich kein Ich. Kein Ich meine, man könnte noch weitergehen und sagen, es gibt keine Welt. Mhm. Es gibt überhaupt nichts. Letztlich ist alles Illusion. Das könnte man ohne weiteres sagen. Nur was ist uns das? Ja. Ich denke nur mit diesem, ich glaube auch, dass es das gibt, mit so Sehern oder so, die praktisch wie das ganze Leben aufgeblättert vor sich sehen sozusagen, weil das einfach schon enthalten ist irgendwie. Mhm. Aber es ist doch wahrscheinlich genauso enthalten, wenn ich zum Beispiel in der Entscheidung, die du vorhin hattest, mit dem will ich mich wieder zusammentun oder nicht, dann ist es doch trotzdem die Frage, mache ich zum Beispiel eine Therapie, um Erkenntnisse zu kriegen, die ich von alleine nicht habe, oder lasse ich es einfach laufen und mache, was mir gerade gut gefällt. Ja. Das wird vielleicht aber der... Eine Therapie kann ja auch was Gutes sein.
Eben, und das kann ja zum Beispiel sein, wenn ich einfach mache, was gerade bequem ist, was mir gerade gefällt, ja, dass das ziemlich üble Konsequenzen hat zum Beispiel. Könnte, ja. Und ich denke, wenn ja, diese Seherin würde dann sehen, hat die Person sich bemüht, zu einer Lösung zu finden, ja, oder hat sie schluren lassen. Ja, natürlich. Das würde diese Seherin dann sehen. Und insofern. Aber die Seherin ist, kann sich ja auch mal versehen. Ja, das könnte auch sein, dann kann sie sich so gut. Aber es ja, dann versehen. Ne? Aber insofern denke ich, ich muss nach wie vor sagen, dieses, ja, von dem Islam bringt mir noch am meisten mit diesem, das Buch ist geschrieben. Das finde ich, das war für mich, oder auch für diese Seherin, das, ja, ist aufgeblättert, liegt es, ja, vor einem. Dass es, ja, das gibt, davon bin ich überzeugt. Ja. Aber trotzdem denke ich, ist es meine, muss ich die Gaben, die ich besitze, nutzen, um ein möglichst, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, in Wohl, also in ein Leben, was ich lebenswert und lohnenswert, ja, und so weiter finde, zu gestalten, dass ich die Gaben einsetze, die ich, ja, mitbekomme. Ja, das ist aber deine Programmierung, das hat mit dem Ich nichts zu tun. Das ist völlig normal, die Dinge geschehen einfach. Wenn du ein Mensch, sehe ich ja, ich meine, ein bisschen Menschenkenntnis habe ich auch gesammelt, du bist einfach so ein Mensch, der versucht sein Bestes zu tun, der versucht für sich selber, für andere das Beste zu tun, der gewisse Prinzipien hat, gewisse Regeln hat, an die er sich hält und so weiter. So kann ich mir das vorstellen. Ne? So, das ist dein Programm. Dieses Programm wird sich nicht ändern. Ja. Ich meine, es gibt andere Menschen, die andere Programme haben. Doch, wenn ich eine Therapie mache und ich bin überzeugt, dass es auch andere Wege gibt, kann ich mich auch ändern. Natürlich, aber das ist auch in deinem Programm. Das ist der entscheidende Punkt. Also ich finde das immer ganz spannend in der Therapie, dass ich manchmal denke, das ist eigentlich eine Gnade, wenn sich was verändert. Also ich manchmal entsetzt bin, wo ich anfangs denke, ach ja, der hat ja so ein Veränderungspotenzial und es passiert nichts. Ja, und manchmal habe ich 5 Stunden, ja, und der blüht auf. Ja, das ist verrückt. Also, und ich habe es nicht in der Hand. Gar nicht, gell? Ja. Ich stelle mich zur Verfügung, genau, versuche mich zu öffnen, dass das Richtige passiert, aber, ja, mehr kann ich nicht tun. Ja. Das war auch ganz cool. Es ist schön, dass du das so sehen kannst, ne? Weil viele denken ja, sie könnten. Ne? Ja. Und in Wahrheit können sie es wirklich nicht. Sie halten sich für die größten Koryphäen, die, ja, die alles können. Manchmal war so viel Luft gekriegt, dass das ist Ego ja ganz schön. Ist ja okay, es gibt ja auch Koryphäen, aber sie tut es nicht. Ne? Deswegen, auch der Stolz ist weg zum Beispiel. Also manchmal kommen natürlich Leute auf mich zu und sagen, Mensch, das Kind hat ein Buch. Ein Wahnsinn. Ne? Also, nicht, dass sie gerade noch so machen. Das ist mir eher peinlich, muss ich wirklich sagen. Das ist mir eher peinlich, weil ich genau weiß, ich habe das nicht geschrieben. Ich habe dieses Buch nicht geschrieben. Ich weiß noch nicht mal, was drinsteht. Frag mich heute, was da drinsteht. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich weiß es nicht mehr. Aber so wie sie selber drin sagen, oh, nicht schlecht. Nicht schlecht, was du da geschrieben hast. Ich meine es ernst. Ich kokettiere hier nicht. Das ist wirklich so. Das ist im Augenblick passiert und fertig. Oder zum Beispiel die andere Geschichte. Es werden ja jeden Tag, nahezu jeden Tag, jetzt im Augenblick bin ich ja in Bremen, werden Texte geschrieben, also von dem, der da sitzt, hier. Ne? Und die gehen dann ins Internet, also auf die Seite, auf die Website. Ihr habt so eine Website, die heißt Agape-Code, könnt ihr auch mal drauf gucken. Unter Inspiration erscheinen ständig Texte. Das ist eigentlich das Erste, was ich morgens mache. Ich trinke einen Kaffee, esse ein Brötchen oder auch keins, nicht wahr? Und dann gehe ich davor und schreibe auch einen Text. So, 3, 4, 5 von den Seiten werden reingeschrieben. Ich weiß nicht, wie viele Seiten das mittlerweile schon sind. Das sind mehr als 1000 Texte. Die entstehen jeden Tag. Durch wen? Habe ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und Leute fragen mich, wieso schreibst du die Dinger immer noch? Selbst Monika hat gesagt, Mensch, verlang doch mal Geld dafür nochmal. Ja? Du schreibst da jeden Tag diese Texte rein, die Leute konsumieren, konsumieren, konsumieren. Ich weiß nicht warum. Versteht ihr, es ist tatsächlich so, deswegen habe ich da keinen, da gibt es keinen Stolz. Wo sollte der herkommen, wenn du weißt, da ist niemand? Da ist einfach niemand. Oder Neid. Natürlich gefällt es, würde es mir gut gefallen, wenn ich so 12 Millionen Euro auf der Bank hätte. Ne? Würde mir gefallen. Aber 10 reichen auch, oder? Wie? 10 reichen ja auch. Nee, bleibt schon an 12. Ein Dutzend. So. Aber dass ich jetzt neidisch wäre auf den guten Bill Gates, ja?
oder auf die Typen, die diese Milliarden haben. Das kann nicht passieren, weil ich genau weiß, das ist deren Programm, da können die gar nichts dafür. Und das ist mein Programm, dafür kann ich auch nichts. Das ist der entscheidende Punkt. Auch ein, und ich kann auch noch niemanden runtergucken. Ne? Wenn da jemand ist, der sagt, du, was weiß ich, ist an der Straße, bettelt, ist zerlumpt, hat kaum was zwischen die Zähne. Ja, Menschenskinder, hättest du mal was gemacht? Unmöglich. So war ich früher. Das war meine Art früher. Die Leute mal arbeiten hier, weil die Arsch hochkriegen. Verstehst du? Geht gar nicht mehr. Unmöglich, weil ich genau weiß, das ist sein Programm. In Bombay, als ich damals auch in Bombay war, hatte ich immer die Tasche voller Münzen, um jedem wenigstens ein bisschen was geben zu können. Ja, wenn natürlich auch, dass die Not nicht besonders hindert, aber zumindest habe ich die Möglichkeit, mal jemandem ein bisschen was zu geben. Diese Leute können nichts für das, was sie da erleben. Das ist ihr Schicksal. Was aber natürlich nicht bedeutet, und das ist ganz wichtig, ich unterscheide dann zwischen dem sogenannten Schicksalsglauben, also diesem Fatalismus, ja, der dann genau dahin führt, dass ich sage, setz mich hin, verstehst du, lass mir die Tauben mit dem Mund fliegen, mach gar nichts mehr. Ist ja sowieso alles vorherbestimmt. So eine Einstellung könnte ich überhaupt gar nicht haben, weil dazu bin ich viel zu aktiv. Das geht gar nicht. Wenn auf mich eine Herausforderung zukommt, dann ist mein Programm so, dass ich alles versuche, diese Herausforderung in irgendeiner Form zu bestehen. Aber ein anderer ist anders gerichtet. Der sagt, lass mich zufrieden, ich kann nicht mehr. Der ist einfach so. Verstehst du? Aber ich kann nicht anders. Ich versuche immer zu retten, was zu retten ist. Bis ich sehe, es ist nicht mehr zu retten. Aber das ist mein Programm, verstehst du? Das hat nichts mit deinem Ich zu tun. Das ist mein Programm. Und ich kann gut verstehen, dass du sagst, ich muss doch was machen und ich muss was tun. Ich kann doch nicht einfach alles so laufen lassen. Aber das ist dein Programm. Das ist der Punkt. Das tut niemand. Weil insofern unterscheidest du dich von dem Williges Jäger gar nicht, was du sagst. Der sagt ja, also wir sind ein Instrument, auf dem ein unbegreiflicher Schöpfer spielt. Und ich wusste, klingt sehr poetisch, ja. Wir sind immer schon da. Also schön gesagt, ja. Naja, ich denke schon auch, dass jeder, genau wie du vorhin von der Biene gesagt hast, die Biene hat ihr Programm, der Baum hat seins und ich habe meins. Ja, sozusagen. Und der Imker hat seins. Ne? Ja, genau. Jeder hat seins. Das ist doch herrlich, oder? Ja. Noch nicht so ganz, ne? Nee. Weil es gibt doch auch dann für alle, so habe ich das jetzt verstanden, gibt es trotzdem für alle eine verbindliche Größe und das wäre dann Liebe. Auf jeden Fall, das ist der Urgrund. Das ist der Urgrund. Was meinst du denn damit? Im Urgrund? Ja, du kannst auch Quelle sagen, ne? Genau das Gleiche. Da, wo alles herkommt, da, wo alles aufströmt, sozusagen. Ja, aber wie kann denn diese Quelle, wenn die Liebe ist, so viel Leid... ja, da haben wir es wieder, ne? Ja, wieso kann die das denn? Das ist doch keine Liebe, für meine Begriffe nicht. Wir müssen eine Liebe erkennen. Ja, eben, die. Eben. Eben, darum sag ich, was meinst du damit? Ja, ja. Darum sag ich, was meinst du damit mit Liebe, wenn ich sehe, dass da meinetwegen so viel Ungerechtigkeit auf der Welt ist? Ja. Was ist da? Ist doch bloß ein Wort dann. Ja, ja, klar. Solange sie das noch sieht. Solange sie das noch sieht, dass sie das so sieht, wie sie das sieht, dann ist das, dann sieht sie das so. Kann man nichts machen. Wie soll ich denn das erkennen? Ich habe vorhin schon versucht zu klären, wenn es nur Licht gäbe, wäre es dunkel.